Genau. Eben waren wir noch in der Wüste gewesen. Ach du Scheiße. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Park von nächsten Part von Amnesia. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und nochmal einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, auf der Flucht, beziehungsweise auf der Flucht. Wir hatten eine Art Vision, ich weiß nicht. Wir haben irgendein Monster gesehen, irgendein Ist das ein Bug? Ah ne, das soll so sein, ha? Huh? Okay. Genau. Wir haben das letzte Mal dieses Monster ja in der Höhle gesehen. Ich hoffe, das treibt sich jetzt nicht hier rum und wir müssen jetzt schon am Anfang uns von dem Vieh verstecken oder weglaufen. Aber gemeinsam werden wir das sicher herausfinden. Genau. Control zum Ducken. Was ist das eigentlich für ein Teil an unserem Handgelenk? Oh. Das ist eigentlich wie so Amulett. Das wirkt für mich wie so eine Art Kompass, oder? Ja, genau. Okay. Hä? Okay. Anscheinend kann man damit irgendwelche Portale oder sowas öffnen. Wieso kann man eigentlich überall so Zeug, also an... I know Selim, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him, even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. I know. Also, wir haben ja noch herausgefunden, dass anscheinend der Selim und die anderen hier schon mal gewesen sind. Warum die uns auf jeden Fall aber im Flugzeug zurückgelassen haben oder warum wir wieder im Flugzeug sind, das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Ich bin gespannt, ob wir das noch herausfinden werden. Ich frage mich, was mit unserem Kind noch ist. Naja, gut, das könnte natürlich auch zu Hause sein, ne, wenn wir mit dem Selim hier auf so einer Reise sind. Hm, okay. Torches. Someone's been here. Hello? Anyone? Gucken wir mal, ob der Kompass wieder ausschlägt. Nicht wirklich, ja? Boah, sieht schon richtig schön aus, oder? Sag doch mal. Oh, guck mal hier. Anscheinend ist nicht immer gleich was zu holen in diesen Portalen. Guck mal, hier haben wir auch nochmal eins. Sieht einfach nur geil aus. Wirklich. Und hier oben haben wir auch nochmal eins. Ui! Ja. Boah, ich sehe fast gar nichts, aber ich will unbedingt die Streichhölzer, Streichhölzer sparen, solange wir wenigstens noch ein bisschen was sehen.
Also bis jetzt wirkt es einfach nur wie so ein Adventure-Spiel. Noch gar nicht echt wie ein Horrorspiel. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Was ist das denn? Könnte ich anzünden? Sieht cool aus, aber das bringt uns ja gar nichts. Wieso soll ich denn meine Streichhölzer für sowas verschwenden? Genau! Eben waren wir noch in der Wüste gewesen. Ach du Scheiße. Das sieht richtig gut aus. Weg da. Tschüss. Drücke, Ah, schade. Ah, wenn ich rechte Maustaste drücke, dann kann ich den werfen, den Gegenstand. Ja, das ist zu schwer. Zack. Ja, gut. Als ob die so riesen Felsen hochheben könnte. Scheiße. Könnte ich jetzt sterben? Kann ich da runterspringen? Ich denke schon, ja. Das probieren wir jetzt aber nicht aus. Sieht schon. Oh, das sieht aus wie so eine Statue, wo irgendwas in der Hand hält. Also hier in die Richtung müssen wir. Okay. Oh. Ein Brief. Es gibt hier keine Entwicklung. Die Zeit verändert nichts. Das Licht bewegt sich nicht über den Himmel und ändert auch seine Intensität nicht. Und trotzdem muss irgendwie Zeit vergehen. Mein Mund ist trocken und ich verspüre Hunger. Mayers Notizen haben eine instabile Zeitachse bei Übergängen zwischen den Welten vorhergesagt, durch die ein Schritt einen um mehrere Jahre versetzt, den Körper dabei aber unverändert erhalten könne. Oder den Körper verändern, während in der umgebenden Welt keine Zeit vergeht. Ist das etwa passiert? Steckt diese ganze Welt in einem Augenblick nach ihrer Zerstörung fest? Woran sollte ich das je erkennen und was würde mir dieses Wissen bringen? Ich habe die Suche nach den Portalen aufgegeben. Ich habe das Gefühl, dass ich Wares Vorhersagen zur Schwäche der Verbindung zwischen den Welten anwenden könnte, wenn ich sie nur irgendwie aufzeichnen könnte. Der redet jetzt also von irgendwelchen Portalen? Sind es die Portale, durch die wir jetzt schon ein paar Mal jetzt gegangen sind? Kann das sein? Die wir mit diesem Kompass hier oder mit dem Amulett hier aktivieren können? Wir werden es herausfinden. Oh! Um Himmels Willen! Wir müssen dann hier lang, aber da hinten will ich noch rein, da ist noch irgendwas. Boah, das sieht schon richtig episch aus, oder? Es stand ja auch am Anfang vom Spiel, dass es nicht das Ziel sei, anscheinend hier das Spiel zu gewinnen, sondern einfach wirklich auch ein bisschen die Welt zu erkunden und zu beobachten. Ich gehe trotzdem davon aus, dass man das irgendwie durchspielen kann auf irgendeine Art und Weise. Muss ja fast so sein. Okay, haben wir eine Höhle. Ich muss mich bewegen, um meinen Weg zurückzufinden. Doch in den Nebel zu gehen, ist wie in ein tiefes Wasser einzutauchen. Ich bin verloren in den Meer flüsternder Verwirrung. Ich darf die Wesen nicht hereinlassen. Sind sie die Toten dieser Welt? Oder ist das bloß meine Paranoia? Er redet von irgendwelchen Wesen noch. Meine Strategie ist folgende. Ich konzentriere mich, lasse all meine Gedanken los, gehe hinein, sehe mich so schnell, ich kann um und kehre zurück. Es wird lange dauern, aber ich fürchte, mir bleibt keine andere Wahl. Also konnte er jetzt irgendwie durch diese Portale gehen? Das erscheint immer die gleiche Person, die das geschrieben hat. Guck mal, hier haben wir noch mehr. In den Ruinen treiben sich die Schatten der Toten herum.
Hier haben Menschen gelebt oder zumindest etwas Ähnliches. Vielleicht war das letzten Endes doch Zerzura oder Eden oder eine andere Hochburg der Menschheit. Aber was auch immer dieser Ort einmal war, jetzt ist es nichts mehr. Das müssen die Erbauer des Tors gewesen sein. Aber welches Gräuel könnte solch Zerstörung verursachen? Sicherlich kann doch nicht einmal der Schatten der ganzen Welt vernichten. Sicherlich kann doch nicht einmal der Schatten einer ganzen Welt vernichten. Keine Spur von einem Portal. Aber auch wenn ich eines finden würde, ich habe meine einzige Kugel an den Schatten verloren. Hier im Nebel ist noch etwas, ein Ding. Ich sehe helle Lichter, wenn es jagt. Und höre seine Schreie. Ich glaube, es ist nicht lebendig. Oh, das hört sich nicht gut an. Also, er braucht anscheinend irgendwelche Kugeln, um durch die Portale zu reisen. Ich weiß es nicht. Oh, ist er das? Ich gebe auf. Es gibt keinen Weg zurück. Es gibt auch keinen Weg vorwärts. Ich habe nach einem Portal gesucht, aber es gibt keines. Ich habe mit Levis Berechnungen die schwächsten Stellen trianguliert, aber ich kann keine Risse erzeugen, da dazu ein Amulett des Reisenden fehlt. Das ist genau das, was wir haben, das Amulett. Ich habe Brandbergs Warnung missachtet, aber hatte ich eine Wahl? Der Schatten hat die Kugel gespürt. Ich muss alles riskieren und durch das Portal gehen. Es gibt kein Wasser oder sonstige Nahrung. Ich werde nicht mehr lange leben. Wenn du, Leser, Reisender, aus welcher Welt auch du kommen magst, wenn du verstehst und wenn du dazu in der Lage bist, mit jenen von der menschlichen Welt der Erde zu sprechen, dann lass sie Folgendes wissen. Ich war der Erste, der das Rätsel der Torbauer gelöst hat. Ich war der erste Mensch, der die Grenzen zwischen den Welten überschritten hat. Ich, Professor Thurston Olyusus, oder was auch immer, Herbert aus Cambridge, England, war der Erste. Möge Gott mir vergeben. Wir haben ja noch was. Warte mal. Also Professor Herbert. Boah, ey, aber ganz ehrlich, mich erinnert so ein bisschen die Story hier an die Geschichten von H.P. Lovecraft, wer die kennt. Er macht so recht coole Horrorgeschichten. Hier haben wir noch Streichhölzer. Weißt du? Schwachpunkte, aber kein Amulett. Was war denn das eigentlich? Sieht aus wie eine Karte. Okay, gehen wir mal weiter, hm? Wir folgen dem Kompass am besten, weil sonst hier kann man sich ja ewigst verlaufen. Also auch wie das hier so ein bisschen aussieht. Richtig geil. Oh, da haben wir noch einen Brief. Die Tuareg nennen sie die Frau der Zelte oder unser aller Mutter. Die Kehl Anan, ein einheimischer und mit den Tuareg verwandter Stamm, nennen sie die große Göttin. Der Legende nach ist sie Tin Hinan, eine Prinzessin vom Stamm der Berber, die in der Wüste eine Nahrungsquelle gefunden und den Stamm der Tuareg gegründet hat. Der Grabhügel ist nicht ihr bekannt. Der Grabhügel ist nach ihr bekannt und ihr Körper liegt womöglich wirklich in den Ruinen gleich oben. Aber hinter diesem Bauwerk steckt noch mehr, noch viel mehr. Die tiefen Ruinen sind offensichtlich römischen Ursprungs, wie Weyer vorhergesagt hat. Dort finden wir vielleicht ein Mitraeum, das von den Römern zum Schutz des von uns gesuchten Tores errichtet wurde. Welche Wunder wir darin wohl zu sehen bekommen werden. Ich habe aber jetzt langsam richtig das Gefühl, dass gleich hier irgendwas kommen wird, oder? Also wir sind auf jeden Fall in irgendeiner anderen Welt jetzt, in irgendeine andere Welt gelangt durch diese Portale. In so eine Art vielleicht Zwischenwelt oder eine Parallelwelt, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was wir hier finden sollen.
Soll ich da runter? Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Ist da noch was? Nee, da ist nichts. Nach rechts müssen wir... Oh, ich sehe fast gar nichts. Ich laufe echt einfach nur den Kompass nach, ne, Leute? Oh, der Kompass dreht durch. Wir sind fast da, glaube ich. Guck mal hier. Yes, okay. Kann ich... Warte mal. Vielleicht kann ich den Deckel dann noch wegnehmen. Nee, geht nicht. Aber hier, zack. Keine Streichhölzer, schade. Mal gucken, ob ich Streichhölzer finde. Wer weiß, wann ich die brauche. Was war das? Oh, ich glaube, so, aha, das war das Portal, wo sich hinter uns geschlossen hat. Das Amulett schlägt nicht auf. What the hell was that? Beweg dich geduckt, drücke Kontrolle, verursachst du weniger Lärm. Oh. Also. Ja, wenn ich schleiche, tue ich weniger Lärm verursachen, ist klar. Aber ist hier irgendwas? Oh shit, ich sehe aber nichts. Oh shit. Oh, der Kompass schlägt wieder aus. Oh, habt ihr, da waren gerade Lichter gewesen. Hier ist irgendwas. Ah, das sind, sind das so Art Menschen? Das sind die, wo in dem Brief erwähnt worden sind. Guck mal, da oben. Das sind die Lichter, wo der meint. Oh, scheiße. Oh Mann, wir müssen, glaube ich, auf der anderen Seite hoch. Ah, hier kommen wir auch hoch. Oh, ey, was eine Ruine hier. Richtig geil. Und jetzt? Hier lang, hä? Guck mal, da hinten müssen wir wahrscheinlich hin. Aber da sind auch wieder diese Lichter. Ist da was? Ich muss aber da hinten hin. Was sind denn das für Lichter? In dem Brief stand ja, dass, wenn sie am Jagen sind, dass er diese Lichter gesehen hat. Der tote Professor. Komm rein da. Los, los, los. Lauf, lauf, lauf. Los, mach auf! Oh! Okay. Ja, so kann man es auch lösen. Also wir sind auf jeden Fall in irgendeiner Zwischenwelt jetzt gewesen oder in einer anderen Welt. Und durch die Portale können wir hin und her reisen. Alice im Wunderland. Ja, das ist sehr passend jetzt hier an dieser Stelle. Hey, das ist doch der Affe, den der Salim in der Hand hatte am Anfang. I have to remember. Find Salim. Ah, wir sind in unserer... Nee, warte mal. Wir sind in dem Kinderzimmer von, vielleicht von unserem, von unserer Tochter. Das könnte sein. Mach mal auf hier. Vom Innenministerium Place Bureau. Okay.
Weg da. Ah, ich will die Schublade aufmachen. So, was haben wir hier? Food is ready. Oh, can I see? It's not finished. Hmm. It's terrible. Absolutely terrible. Get out of here! Oh, wir haben noch diesen Blur-Effekt hier. Das geht hoffentlich gleich weg wieder. I don't care about the paperwork. This is as official as I need it to be. I love you, Salim. Put the damn ring on. Oh, my heart. I will put the damn ring on. And you will wear mine. Okay. Only one down. You can do this. Oh. Yeah, maybe. And what do I get if I win? Können wir raus? Salim? Okay, das scheint irgendeine Vision zu sein. Oh, oh. Jetzt passiert sicher was. No. Alice? No, 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 Alice! Alice! Leute? Okay. Was muss ich machen? Warten. Das soll, glaube ich, nicht so sein. Scheiße. Oh, jetzt sind wir wieder hier in der Höhle. Alice? Selim? No. It felt so real. Also habe ich mich ja doch wieder geirrt. Dann war das nicht ein Portal, sondern das war irgendwie eine Art Vision gewesen. Something's different. I feel like I don't fit my body. What the hell, I'm heavy. My gut feels like... Oh. Wir bewegen uns auch viel langsamer. Oh Gott. Oh Gott. 5 Streichhölzer. Und die halten vielleicht gerade mal 10 Sekunden, 15 Sekunden, länger nicht. Okay, 20. Huh! War das unfair jetzt? Wir müssen hier anzünden. Was ist eigentlich? Passiert nichts, schade. Was haben wir hier? Streichhölzer. Zack. Oh, unser Kompass schlägt wieder aus. Ah ja, ist klar, okay. Da gehen wir gleich auch rein. Professor Herbert called them rifts, holes between worlds. Okay, bevor wir da reingehen, Leute, muss ich euch leider auf morgen vertrösten. Ich werde den Part jetzt beenden, wir sind schon wieder bei fast 24 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich schaltet ihr morgen auch wieder ein. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao!